Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Mein heutiges Video ist in Kooperation mit Bibi Blocksberg TV entstanden und passend dazu gibt es natürlich eine Bibi Blocksberg Kindergeburtstagstorte. Wir starten los mit der Deko, denn die habe ich in diesem Fall als allererstes zubereitet. Das empfehle ich euch auch. Die könnt ihr ruhig schon einige Tage zuvor machen. Ich habe sie schon die Woche zuvor gemacht, bevor ich die Torte zubereitet habe. Denn die Deko musste nämlich richtig schön fest werden, damit sie nachher problemlos auf die Torte aufdekoriert werden kann. Ich habe den Fondant mit CMC verknetet, dadurch erhalte ich Modellierfondant und das bezweckt, dass der Fondant nämlich richtig schön feste aushärtet. Er braucht allerdings ein paar Tage. Wir starten jetzt los. Ich zeige euch, wie ich die Deko gemacht habe und ich empfehle euch auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, denn da gibt es nämlich noch ein Gewinnspiel. Zuallererst habe ich mir ein Foto von der Bibi aus dem Internet ausgesucht. Hierzu habe ich einfach Bibi Blocksberg in die Google-Suchleiste eingegeben, habe mir Bilder anzeigen lassen und mir dann eins ausgesucht, welches mir am besten gefallen hat. Dieses habe ich mir dann auf den Rechner gespeichert und den Kopf mir in entsprechender Größe vergrößert und schließlich ausgedruckt. Hier habe ich mir jetzt diese Schablone zurechtgelegt mit dem Fondant, den ich benötige, nämlich in Rot, in Gelb, Schwarz, Hautfarben und etwas Weiß. Gestartet habe ich mit dem Ausschneiden des Kopfes, habe anschließend den gelben Fondant mit CMC verknetet. CMC dient dazu, damit der Fondant schneller aushärtet und formstabiler wird. Anschließend habe ich ihn auf etwa 2 mm Dicke ausgerollt und mir den Kopf mit einem Bastelskalpell daraus ausgeschnitten. Mit einem Modelliertool arbeite ich die Kanten noch etwas nach und anschließend schneide ich mir aus der Papierschablone das Gesicht aus, welches ich dann aus hautfarbenen Fondant ausschneide. Mit Hilfe der Papierschablone und etwas Zuckerkleber klebe ich dieses dann auf. Damit das Gesicht noch mehr Tiefe bekommt, habe ich jetzt noch das Ponyteil ausgeschnitten und anschließend natürlich auch mit Zuckerkleber festgeklebt. Die Details der Haare kerbe ich noch mit dem Dresden-Tool und mit Hilfe der Papierschablone ein.
Anschließend fertige ich noch die Augen aus schwarzem und weißem Fondant, klebe diese zusammen und anschließend mit Hilfe der Papierschablone, damit sie auch an der richtigen Stelle sitzen, auf das Gesicht auf. Den Mund, die Nase und die Sommersprossen male ich mit schwarzen und roten Lebensmittelfarbstiften auf. Zum Schluss arbeite ich natürlich noch die rote Haarschleife. Hierzu habe ich roten Fondant wiederum mit etwas CMC verknetet. Forme diese mir erstmal mit Hilfe der Papierschablone vor. Damit der Fondant mir nicht kleben bleibt, habe ich jetzt einfach etwas Speisestärke auf das Papier aufgepudert. So habe ich jetzt die Schleifenenden erstmal grob vorgeformt. Anschließend klebe ich alle drei Teile mit Zuckerkleber auf dem Fondantkopf fest und arbeite nochmal mit meinen Fingern und mit einem Modelliertool die Details aus. Um den Besen zu arbeiten, habe ich mir eine weitere Vorlage aus dem Internet ausgedruckt, arbeite zuallererst den Besenstiel. Dazu habe ich braunen Fondant mit weißem verknetet, sodass ich einen hellbraunen Ton erhalte, habe natürlich auch hier CMC hineingeknetet, damit mir der Besen schön feste aushärtet. Entsprechend der Vorlage habe ich den Fondant zu einer langen Schlange gerollt, habe diese am Ende etwas flach gedrückt, da ich dort dann ja dieses Reisigteil auch aufklebe.
Dieses habe ich mir dann aus braunem Fondant gefertigt. Und die Details mit meinem Dresden-Tool hier eingekerbt. Mit etwas Zuckerkleber habe ich dann beide Teile zusammengeklebt, habe Kartoffelbrei dann auf die Seite gelegt, wo er dann auch trocknen konnte. Zu guter Letzt habe ich noch den Schriftzug Hex Hex ausgeschnitten. Auch hier habe ich wieder eine Papierschablone vorbereitet, schneide die Buchstaben heraus und anschließend aus hellgrünem Modellierfondant aus. Nachdem ich die Deko nun fertiggestellt habe, habe ich sie auf die Seite gelegt, wo sie nun durchtrocknen konnte. Ich empfehle euch auch auf jeden Fall, macht die ruhig schon einige Tage im Voraus, ist nämlich wesentlich stressfreier, denn an den Tagen, wo ihr die Torte macht und dann noch die Deko, dann ist das immer so ein gewisser Stressfaktor. Und wenn ihr solche Deko wirklich schon die Woche zuvor macht, kann sie erstens mal richtig gut durchtrocknen, sie wird schön fest, ihr könnt sie problemlos aufdekorieren und es ist nachher in den Tagen, wo ihr die Torte macht, nämlich wesentlich stressfreier. An Kuchen könnt ihr natürlich das machen, was ihr gerne möchtet, was euch schmeckt. Ich habe heute hier einen Zitronenkuchen und einen Schokokuchen gemacht. Die Rezepte an sich zeige ich euch jetzt nicht mehr in diesem Video. Wenn ihr euch aber für die Rezepte interessiert, die findet ihr verlinkt in der Infobox. Eingestrichen habe ich beide Kuchen mit italienischer Buttercreme. Einmal habe ich sie aromatisiert mit Lemon Curd und einmal habe ich eine Schokoladenbuttercreme gemacht. Auch diese Rezepte findet ihr hier unter dem Video in der Infobox. Ihr müsst, wenn ihr die Torten natürlich füllt, auch darauf achten, dass eure Füllung fondanttauglich ist, denn nicht jede Füllung darf ja mit Fondant in Berührung kommen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch jetzt hier oben mal in der Infocard. Wenn ihr damit noch keine Erfahrung habt, dann klickt da auf jeden Fall mal vorbei. Ich zeige euch jetzt, wie ich die Torten eingeschlagen habe, mit Fondant aufgestapelt und natürlich auch ausdekoriert habe. Meine beiden Torten sind nun richtig gut durchgekühlt. Die hatte ich ja schon vorbereitet, hatte sie jetzt mehrere Stunden im Kühlschrank stehen. So sind sie nämlich jetzt richtig schön formstabil und ich kann sie problemlos eindecken. Rechts die kleine Torte war ein Zitronenkuchen, gefüllt habe ich diese mit Lemon Curd, eingestrichen mit Zitronenbuttercreme. Diese hatte ein Maß von 18 cm Durchmesser und eine Höhe von 7 cm. Links die große, die untere Torte war ein Schokokuchen, den ich mit Schokobuttercreme eingestrichen habe. Diese war 24 cm im Durchmesser und hatte eine Höhe von 12 cm.
Zuerst habe ich die kleine Torte eingedeckt. Ich habe sie natürlich in der Zwischenzeit beide wieder in den Kühlschrank gestellt. Zum Eindecken habe ich 600 Gramm hellgrünen Fondant genommen, habe diesen weich geknetet, auf etwas Speisestärke ausgerollt und schließlich die kleine Torte damit eingedeckt. Zum Eindecken lege ich den Fondant mit Hilfe meines Ausrollstabes immer erst locker auf die Torte auf, ziehe dann seitlich den Fondant von der Torte weg und drücke ihn von oben nach unten mit meiner Handkante faltenfrei an der Seite fest. Das mache ich einmal rundherum, so lange, bis alles schön faltenfrei auf der Torte sitzt, nehme den groben Überstand weg, arbeite die Seite nochmal mit dem Fondantkletter nach und nehme anschließend den kompletten restlichen Überstand mit dem Marzipanmesser weg. Zum Schluss wird die Torte noch mit dem Fondantkletter geklettet und dann war diese auch schon fertig und ich decke die große, die untere Torte ein. Diese möchte ich ja gern einkleiden in Optik der Beine der Bibi Blocksberg. Rolle mir hier zuallererst ein Stück hautfarbenen Fondant länglich aus. Und zwar so lange, dass ich ihn einmal rundherum um meine Torte legen kann. Dazu habe ich sie mir natürlich zuallererst gemessen. Meine Torte hatte einen Umfang von 75 cm. Damit ich das Ganze auch schön auf meine Torte aufdekorieren kann, nehme ich mir hier einen kleinen Ausrollstab, wickel den Fondant hierauf aus, hole mir dann die Torte und wickel den Fondant dann um die Torte einmal rundherum. Den Überschuss am Ende nehme ich natürlich mit einem Messer weg. Die obere Kante ist jetzt leider nicht so schön geworden, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn da wird später ja noch eine Rüsche aufgeklebt und dann sieht man das auch überhaupt nicht mehr. Anschließend stelle ich die Torte wieder in den Kühlschrank zurück und rolle mir weißen Fondant aus. Und decke schließlich das obere Teil der Torte damit noch ein. Auch diese wird natürlich mit dem Fondantkletter geklettet und dann arbeite ich noch die Rüsche. Hier nehme ich mir weißen Fondant, knete etwas CMC hinein. Rolle mir diesen länglich aus und damit er auch schön gleichmäßig dick wird, nehme ich mir hier noch Ausrollhölzchen und rolle ihn gleichmäßig auf eine Dicke von 3 mm aus. Anschließend steche ich mir mit Hilfe dieses Bordürenausstechers den Fondant aus. Schneide die obere Kante mit einem langen Lineal noch gerade und klebe dann diese Bordüre mit Zuckerkleber an der Torte fest.
Damit die Rüschen auch etwas abstehen, nehme ich mir hier Zahnstocher zu Hilfe, pieke diese schräg von unten nach oben in die Torte ein. Macht euch da keine Sorgen, wenn man die Zahnstocher raussieht. Dadurch, dass ich sie schräg hineingestochen habe, sieht man das Loch auch nicht mehr. Anschließend werden die Torten aufeinander gestapelt und damit ich das auch schön mittig mache, ermittle ich mir erstmal hier die Mitte meiner Torte, nehme mir dann Cocktailstrohhalme zur Hilfe, die ich nun in die Torte hineinstecke. Das mache ich aus dem Grund, damit die obere Torte durch die Schwere in die untere nicht hineinsinkt. Etwas Buttercreme gebe ich dann noch auf die Mitte, diese hatte ich noch vom Einstreichen über und gebe dann die kleinere Torte hier oben drauf. Zum Schluss wird die Torte noch ausdekoriert. Hier nehme ich mir verschiedene große Sternausstecher, die ich in meinem Repertoire habe. Nehme mir verschiedenen bunten Fondant, steche mir jede Menge Sterne aus und dekoriere die Torte damit aus. Das Gesicht der Bibi Blocksberg und auch den Besenkartoffelbrei habe ich schon auf die Torte aufgelegt, klebe dann die ganzen Sterne wahllos drumherum, anschließend noch mein Hex-Hex-Schriftzug und dann war meine Torte auch schon fertig. Bibi Blocksberg TV hat mir auch noch etwas zum Verlosen für euch zur Verfügung gestellt. Und zwar gibt es ein Kindergeburtstagsset. Dieses besteht natürlich aus Teller und Tassen sowie Trinkhalme, eine Wimpelkette, Servietten, Geschenkboxen zum selber zusammenbasteln, Platzsets, Einladungskarten, Ballons, Konfetti, 6 Hexenausweise und außerdem gibt es als Bonbon von mir noch obendrauf diese Bibi Blocksberg Stoffpuppe. Was ihr dafür tun müsst, ist gar nicht mal so schwer. Schreibt mir einfach ein liebes Kommentar hier unter dieses Video in die Kommentarbox. Das Gewinnspiel geht bis zum kommenden Freitag, das ist der 30. September, 24 Uhr und der oder die Gewinnerin wird von mir in einem kurzen Video am Samstag darauf, also am 1.10. in einem kurzen Video hier auf meinem Kanal bekannt gegeben. Ich danke ganz herzlich Bibi Blocksberg TV dafür, dass ihr mir hier diese Sachen zur Verfügung gestellt habt. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Alle Links findet ihr natürlich in der Infobox. Der Rechtsweg des Gewinnspiels ist natürlich ausgeschlossen, genauso ist auch eine Barauszahlung ausgeschlossen. Und ganz wichtig ist noch, ihr müsst 18 Jahre alt sein, damit ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen dürft. Ansonsten brauche ich nämlich das Einverständnis eurer Eltern. Ich drücke euch allen ganz, ganz feste die Daumen. Ich freue mich, dass ihr mir heute zugesehen habt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Tschüss!